Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Bastler of Disaster. Ich bin immer noch bei der Küchenrenovierung. Heute braucht der Kühlschrank Strom. Der Kühlschrank wird hier quasi vor dieser Trockenbauwand stehen. Und hier kommt jetzt noch eine Steckdose hin, und zwar eine Hohlraumdose. Die sieht so aus und die baue ich jetzt hier ein, und nach dem Intro geht's los. Wie gesagt, soll jetzt hier in der Trockenbauwand eine Hohlraumdose rein. Dazu verwende ich wieder meine Bohrkrone. Die ist zwar jetzt nicht explizit für Gipskarton gedacht. Ich habe aber schon mal eine Probebohrung gemacht. Auf der Rückseite ist es ein bisschen ausgerissen. Ich denke mal, das kann ich dadurch verhindern, indem ich erst vorne ein bisschen anbohre und dann von der Rückseite das noch mal ein bisschen anritze und dann komplett durchbohre. Denn diese Bohrung muss ziemlich exakt sein, denn diese Hohlraumdose ist nur befestigt hier an diesem kleinen Rand, der hier oben ist. Und hier befinden sich Haken und damit wird dies festgespannt. So, also ich fange jetzt an, hier mit der Bohrkrone einmal kurz anzuritzen. Dann gehe ich auf die andere Seite, mache da das gleiche, ritze an und komme nochmal hierher und bohre komplett durch. Dabei kommt wieder mein grüner Boschhammer zum Einsatz, mein BBH 2100. Jetzt bin ich wieder hier und vollende meine Bohrung. Das passt perfekt. Ich werde jetzt noch mit dem Cuttermesser ein klein wenig den Grat entfernen. So. Ich nehme euch mal mit auf die andere Seite. So, ich befinde mich jetzt hier auf der anderen Seite der ehemaligen Tür. Hier sind noch die Kabel. Das ist die Zuleitung. Und hier drüben geht es dann zum Schalter und zur Steckdose. Ich werde das jetzt hier in der Mitte kappen. Und es kommt dann hier in dieser Dose, wo ich noch eine Steckdose einbaue für den Kühlschrank. Ich hatte ja hier schon vorbereitet Löcher reingebohrt. Wer die anderen Teile gesehen hat, weiß das noch. So. Okay. Und das gleiche hier drüben. So. Hier unten werde ich die Kabel fixieren mit solchen Nagelklemmen. Die werde ich allerdings nicht nageln, sondern schrauben.
So, die Steckdose ist eingebaut, verklemmt, verkabelt und positiv auf Funktion getestet. Der Kühlschrank kann also kommen. Wieder einmal ist ein Projekt abgeschlossen und an dieser Stelle eine Bitte, wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, ihn aber noch nicht abonniert habt, dann bitte jetzt den Abo-Knopf drücken. Und ganz wichtig, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, hier ist der Bastler auf Desaster.